Alter, was geht ab, Leute? Setz dich mal kurz. Ich habe hier einen saftigen Bubble Tea gegönnt. Der ist krass. Neue Spezialität von Tea Time: Coconut Almond. Aber deswegen sind wir nicht hier. Türkisch, einer der Top 3 Döner von uns in München. Und ich habe mir was Besonderes geholt, und zwar den Rich Kid Döner. Erster Döner des Jahres, passend natürlich. Rich Kid. Ihr wisst ja momentan, wir sind im Kryptomarkt, im Kryptobereich unterwegs mit unserem Bitcoin und hoffentlich wird das neue Jahr 2021 saftig. Erstmal euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich wird es bei euch auch saftig und Rich Kid Döner, hoffentlich ein gutes Omen, Glücksbringer für das neue Jahr, dass wir eben rich werden und dass es weiter so gut läuft mit den Finanzen. Im Grunde genommen ist es einfach nur Standard Türkisch Döner. Wie gesagt, einer der Top 3 Döner in München. Plus Trüffelöl. Aber abgesehen davon ist es der Standard. Also es ist jetzt nicht irgendwie extra krasses Fleisch, wo die extra einen Spieß haben, nur für die Rich Kid Besteller. Darauf habe ich mich so abnormal gefreut. Ich habe gesehen, wie das Fleisch so geschnitten wird und der Saft so runterfließt. Ich schwöre, ich hatte noch nie so Bock auf Döner wie jetzt gerade. Zu heftig, Mann. Okay, schaut ihn euch genauer an. Glaubst du, der ist noch saftig? Ich musste jetzt ein bisschen warten auf den Bubble Tea, den habe ich mir danach geholt, aber schön verteilt, Soße, Salat. Minze taugt mir eigentlich gar nicht so krass im Döner. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, ob ihr euch das taugt. Hat 8 Euro gekostet. Normal kostet der, glaube ich, 5,80 oder sowas, also 2 irgendwas, sagen wir 2 Euro teurer, nur wegen dem Trüffelöl. Aber trotzdem an sich ein krasser, krasser Döner. Okay. Also ich muss sagen, wir hatten ja den schlechtesten Döner mal probiert am Hauptbahnhof. Und da gab es auch Bewertungen, die sich darüber aufgeregt haben, dass der Dönermann seine Handschuhe nicht ausgezogen hat beim Kassieren. Ist mir jetzt auch aufgefallen, dass er es nicht gemacht hat, aber stört mich jetzt nicht so klar. Wäre besser, wenn er es nicht machen würde. Aber ein bisschen Bakterien, ein bisschen Viren und so geht schon. Immunsystem stärken, damit wir einen starken Magen bekommen, um die schlechten Sachen auch zu probieren. Boah. Muss aber sagen, ich schmecke keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob mir die Zunge fehlt, die Gourmet-Zunge. So wie die eine Irina von Food Wars. Mit ihrer Gottang, ich schmecke keinen Unterschied. Also es hätte auch einfach der normale sein können oder die hätten es auch einfach mir einfach nur teurer berechnen können, ohne irgendwas zu ändern und ich würde es echt nicht merken. Schmeckt wieder normal. Und das ist natürlich krass. Rich Kid, hoffentlich ein gutes Omen für 2021. Momentan geht es uns echt zu gut, Leute. Und das macht mir Sorgen. Wenn es einem zu gut geht, dann erwartet man immer die große Wende. Jetzt muss doch irgendwann mal der Realitätscheck kommen. Jetzt muss doch irgendwann mal wieder was schlecht laufen und so. Aber momentan läuft so krass. Das ist nämlich saftig. Was ist das? Das hätte ein bisschen kleiner geschnitten werden können. Krasse Kombi. Heute ist eigentlich Freitag, Finanzfreitag. Aber erstens, das Segment gibt es nicht mehr. Zweitens, so wie wir es machen, kommt gar nicht mehr jeden Freitag das Geld. Also die Rendite. Die kommt eigentlich jeden Tag. Um 13 Uhr und 1 Uhr in der Früh. Zweimal am Tag kommt die. Auch ein ordentliches Teil. Weil viele auch gefragt haben, ja, Hong oder Barisch, ihr macht ja irgendwas mit dem Bitcoin, ihr kauft sie ja nicht einfach nur. Die generieren ja Rendite. Genau wie
investieren, sag ich mal. Nennt sich Mining, Stacking, also Liquidity Mining, Stacking und Lending, solche Sachen. Und dadurch generiert man Gewinne, Rendite, Zinseszins und sowas. Zusätzlich zu dem, dass der Bitcoin halt auch einfach gestiegen ist und dadurch einfach mehr wert ist und ich sozusagen mein Kapital einfach vermehrt habe. Zusätzlich kommt halt auch noch bei uns jetzt täglich, aber normalerweise halt regelmäßig Rendite rein durch die Bitcoin. Und das ist halt mittlerweile eine beachtliche Summe geworden, von der man auch passiv nebenbei schon leben kann. Ja. Macht Barisch zum Beispiel. Also wundert euch nicht, wenn ihr Barisch demnächst mal bei Leroy oder so seht. Der hatte die Idee, da mal mitzumachen. Als wie ist es, als Privatier oder so zu leben, nur von Bitcoin zu leben oder sowas. Wäre schon geil, ihn dort mal zu sehen. Kumpel von mir, mit dem habe ich auch geredet, ein bisschen über Döner. Der meinte, Türkisch findet er ein bisschen schlechter, weil nicht so viel Soße dabei ist. Also ich mag nicht so viel Soße. Ihr kennt das, wenn die Soße sogar runtertropft und das ganze Brot durchweicht ist. Deswegen, mich stört es nicht, dass ein bisschen weniger Soße ist, aber ich kann ihn schon verstehen, dass er ein bisschen mehr Soße haben will. Also ich kann den Döner empfehlen und türkischen Laden, der mittlerweile vier Läden. Das ist zu krass, wie es bei denen läuft. Wobei man sagen muss, vielleicht auch, dass die Qualität dadurch vielleicht ein bisschen schlechter geworden ist. Immerhin, man muss sich dann um vier Läden kümmern und so. Instagram liest das, läuft auch krass bei denen, also. Da verliert man vielleicht das Auge fürs Detail, aber die sind immer noch krass. Auf jeden Fall den Rich Kid Döner. Also ich schmeck's nicht, ich kann ihn nicht unbedingt empfehlen. Die 2 Euro mehr. Aber ich kann Turkish halt empfehlen. Das war's von mir, Leute. Und dem Rich Kid Döner von Turkish mit Trüffelöl. Ich habe nichts geschmeckt, aber hoffentlich spüre ich es. Ein gutes Omen, ein Glücksbringer für das neue Jahr. Bei uns läuft super saftig. Ich hoffe bei euch auch und freut euch auf noch viele saftige Sachen. Wir haben echt eine Menge geplant für 2021. Jetzt nicht nur foodmäßig, sondern einfach allgemein für unser Leben, Vlogs und sowas. Und seid einfach gespannt. Grüße gehen raus an alle, die noch zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt nebenbei was Saftiges gegessen. Das war's von mir. Folgt mir auf Instagram, checkt die Streams ab. Ich weiß, wir waren letztens schon länger nicht mehr online, aber das hatte seine Gründe. Aber diesen Sonntag sind wir wieder live, Tati ist wieder back und will was kochen. Und da probieren wir auch den schärfsten Chip der Welt und noch ein paar andere Sachen. Schaut gerne vorbei, das war's von mir, Leute. Vergesst nicht, serious business. Vor allem 2021.